Google und die Medien. Von Konfrontation zu Kooperation. Traditionelle Verlage, sie müssen immer stärker nach neuen Geschäftsmodellen fürs Digitale suchen. Genau in dieser Situation bietet sich der Internetkonzern als Retter an. Wir versuchen, Hand auszustrecken, auch zu Verlagen. Wir versuchen, hier mehr zu machen. Google pumpt 150 Millionen Euro in den Journalismus, treibt Experimente in den Medienhäusern voran. Die melden stolz in eigener Sache. Spiegel Verlag und weitere schließen sich Googles Initiative an. Die FAZ, sonst kritisch im Digitalen, spricht gar von einem Pakt für den Journalismus. Dazu exklusive Konferenzen für Verlagsmanager und Journalisten, wie neulich in Helsinki bei Newsgeist. Die Stimmung gelöst, die Diskussionen vertraulich. Google organisiert sich raffiniert näher und alle kommen. Vertreter der großen Verlagshäuser, auch aus Deutschland. Das ist sicherlich eine neue Denke, dass man hier sehr, sehr viel partnerschaftlicher, sehr, sehr viel offener auch an die Medienunternehmen herangeht. Google und die Medien. Man mag sich, man arbeitet und man spielt sogar miteinander. Anders Google und die Politik. Die Suchmaschine für sie zu mächtig, zu undurchsichtig. Die Regulierung und Entflechtung von Google deshalb ein Dauerthema. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel brachte gar eine Zerschlagung von Google ins Gespräch. Auch der Landespolitiker Thorsten Albig hat die Macht der IT-Konzerne als Thema entdeckt. Er selbst ständig auf Google. Ich bin so faul oder zumindest mal bequem, wie viele auch. Und das ist das Praktischste. Ich habe es oben auf meinem Handy und so nutzt man es und irgendwann glaubt man, das ist dein verlässlicher, treuer Freund. Doch in der Zeit, mahnt Albig, Google ist nicht zu durchschauen. Der Politiker will sich gegen die Entstehung digitaler Informationsmonopole wehren. Möglicherweise sind die aktuellen Google-Akteure meine besten demokratischen Partner. Aber ich hätte gern ein Regelwerk, das mich begleitet, auch wenn die Partner sich ändern. Ich möchte, dass Google eine Transparenz schafft, dass ich erkennen kann, nach welchen Kriterien weist mir Google Informationen zu. Ich finde, ein erster Ansatz, und ich wundere mich, dass das nicht aktiver von denen kommt, ist zu sagen, dann lasst uns doch mal eine NGO-mäßige Begleitgremium, dem wir Algorithmus offenlegen. Die ABC-Straße in Hamburg, die Deutschlandzentrale von Google. Bei Fragen zum Algorithmus macht es sich der Konzern einfach und verweist aufs Netz. So funktioniert die Google-Suche. Auf einem eigenen Portal listet der Konzern tatsächlich viele Kriterien auf. Doch komplette Transparenz und sei es auch nur für ein unabhängiges Kontrollgremium mit Google nicht zu machen. Den Algorithmus komplett zu offenbaren wäre letzten Endes für unsere Nutzerinnen und Nutzer eine absolute Gefahr. Es würde ihnen in keinster Weise helfen, weil dadurch Manipulation, Spam, Malware Tür und Tor geöffnet wäre. Thorsten Albig will noch mehr. Seine zweite Idee: Google soll gezielt besondere Inhalte in den Ergebnislisten möglichst weit vorne präsentieren. Es muss so ein Anbieter sein, den du immer findest auf der ersten Seite. Und das könnte dann ein öffentlich-rechtliches Angebot sein. Da weiß ich natürlich, ist mir auch klar, ja, das muss jetzt der NDR sein, dass da viele aufschreien, warum denn gerade der NDR und warum ist denn der besser als. Dahinter steckt ja nur die Idee, dass wir dort zumindest mal, kenne ich keine heftige Kritik dagegen, ein demokratisches Begleitsystem etabliert haben, dass die mich nicht beliebig manipulieren. Leuchtturmmarken wie eine ARD, wie eine Tagesschau, wie eine Welt, wie eine FAZ werden heute im Netz gefunden, wie auch später im Netz gefunden. Und da bedarf es sicherlich nicht einer künstlichen Einrichtung, einer künstlichen Fernbedienung, um das sicherzustellen. Regeln für Google und andere Netzriesen, dankbarer Stoff auch für öffentliche Diskussionen. Die Macht der Internetkonzerne und die Ohnmacht der Politik. Hier auch mit dabei Journalisten und IT-Experten. Am Ende alle zusammen keinen Schritt weiter. Das Problem ist doch, was will ich eigentlich regulieren? Und das war auch wieder in unserer Diskussion ein großer Unsicherheitsfaktor.
Die datenschutzrechtliche Ebene, ja, da kann ich was machen. Ich kann die konzernrechtliche Ebene, also die Wettbewerbsebene, kann ich nach Wettbewerbskriterien beurteilen. Was aber schwierig ist, weil Google in einem extremen Wettbewerbsumfeld steht, globalen Wettbewerbsumfeld. Im medialen Bereich ist es natürlich ganz schwierig. Aus der Sicht von Google habe ich dafür durchaus Verständnis. Die interessieren sich für ihre Shareholder, für ihre Profite. Und nur dann, wenn ihnen die Politik wirklich in die Quere kommt, dann werden sie handeln müssen. Google wirklich in die Quere kommen, dafür bräuchte es wirklich politische Mehrheiten. Thorsten Albig führt diesen Kampf derzeit allein, nicht zuletzt im Kreis der 16 Länderchefs. Die aber entscheiden über die Spielregeln für die Medien. Das ist ein Thema, was normal ja auch nichts mit der Fähigkeit und Unfähigkeit von Politik zu tun hat, sondern dass Politik auch durchaus unterschiedlich die Dinge interpretiert. Und nicht alle interpretieren das, das ist auch gut so, so wie ich. Sondern es gibt andere Sichtweisen. Und sollten Menschen das so sehen wie ich, dass man da, sagen wir, Google nicht ganz allein lässt oder andere Akteure, dann müssen irgendwann 16 das so sehen, sonst wird das nichts.